Reisetagebuch von Galas, Hochfürst der Elfen des Tals von Elynia. Zweiter Teil. Wir verließen die Höhlen von Herdgar und machten uns auf den Weg nach Norden. Der Rest meines Volkes war schon dorthin aufgebrochen, während wir nach der Herrin des Lichts suchten. Wir waren noch nicht weit gewandert, als uns der Zwergenfürst Astorga eröffnete, dass es nun an der Zeit war, dass sich unsere Wege trennen. Er, Alturin und die Überlebenden seines Volkes wollten versuchen, zu einem anderen Zwergenkönigreich zu gelangen, um dieses vor der sich ausbreitenden Gefahr des Chaos-Imperiums zu warnen. Auch wenn ich die Zwerge gerne länger in unserer Gruppe dabei gehabt hätte, konnte ich verstehen, dass sie zum Rest ihres Volkes gelangen wollten. Im Grunde waren unsere Schicksale gar nicht so verschieden, denn auch die Zwerge hatten ihre Heimat, die sie seit ihrer Geburt kannten, verloren und mussten den Tod vieler Freunde betrauern. Ich hatte allerdings das Gefühl, dass wir uns eines Tages wiedersehen werden. Gerade als die Silhouette der Zwerge am Horizont verschwunden war und Malkeshar, Elynia und ich uns beratschlagten, was wohl der beste Weg gen Norden sein könnte, trat plötzlich eine kleine Gruppe von Menschen aus dem Wald neben unserem Lager. Sie schienen uns gegenüber sehr misstrauisch zu sein, vor allem da wir einen Lich in unserer Gruppe hatten, waren aber nicht unbedingt feindselig. Der Anführer der Gruppe, sein Name war Eratan, erklärte uns, dass sie vom Rat der Nordallianz ausgeschickt wurden, um uns zu finden und zu ihrer Hauptstadt zu bringen. Der Rest von unserem Volk war dort vor einiger Zeit angekommen und wartete auf unsere Ankunft. Zunächst fiel mir ein großer Stein vom Herzen, als ich hörte, dass unser Volk zumindest im Augenblick in Sicherheit war. Eratan blieb aber sehr vage mit seinen Aussagen, was genau im Land vor sich ging oder was der Rat von uns fordert. Zusammen mit Eratan als unserem Führer brachten wir also sofort in Richtung der Hauptstadt auf. Unterwegs mussten wir uns einige Gefechte mit Orks leisten. Denn obwohl die Stämme der Orks eigentlich entweder mit der Allianz verbündet waren oder sie zumindest tolerierten, hatten einige ihrer Anführer sich mit dem Chaos-Imperium verbündet und versuchten uns aufzuhalten. Also war allem Anschein nach der Einfluss des Chaos-Kaisers schon bis hierhin vorgedrungen. Ein Plan begann in meinem Kopf zu reifen, wie ich unser Volk in Sicherheit bringen und die Allianz überzeugen könnte, uns im Kampf zu unterstützen. Vor Elynia und Malkeshar hielt ich meine Idee aber vorerst geheim. Es war mir zwar unangenehm, meine Absichten vor ihnen zu verbergen, aber zu dieser Zeit hielt ich es für notwendig. Es dauerte einige Tage, bis wir die Hauptstadt der Allianz erreichten. Eine große, prächtige und blühende Stadt inmitten von grünen Wäldern. Bei ihrem Anblick keimte Hoffnung in mir auf, dass Irdia eine Zukunft haben wird. Und egal wie viel Korruption und Verfall auch unsere Welt heimsucht, es wird immer auch Gutes auf dieser Welt geben. Malkeshar wurde natürlich auch hier mit äußerstem Misstrauen empfangen. Aber daran hatten wir uns allmählich gewöhnt. Ich hatte nur wenig Zeit, nach meinem Volk, das in der Hauptstadt lagerte, zu sehen, da sehr schnell nach unserer Ankunft der große Rat der Allianz einberufen wurde, um mit uns über unser Schicksal zu beraten. In der Ratssitzung erfuhren wir, dass die Allianz sich schon seit einiger Zeit Gefechte mit dem Chaos-Imperium liefert, aber bisher nicht von einer ernstzunehmenden Bedrohung ausgegangen ist. Dass Herdgar gefallen war, war für sie also eine ziemlich alarmierende Nachricht. Der Rat machte auf mich den Eindruck einer fähigen und weisen Führung, die viele Völker unter sich vereint, ohne eines zu bevorzugen. So machte ich dem Rat auch gegen den Protest von Elynia und Malkeshar ein Angebot. Die Nordallianz soll offiziell in einen Krieg mit dem Chaos-Imperium eintreten und mein Volk würde dasselbe tun. Zudem forderte ich von der Allianz einen Platz, an dem sich mein Volk ansiedeln kann, innerhalb des Allianzgebiets. Als Gegenleistung würde mein Volk Teil der Allianz werden, sich dem Rat unterordnen und all unseren militärischen Kräfte der Allianz zur Verfügung stellen, um in erster Reihe gegen das Chaos-Imperium zu kämpfen. Ich weiß, dass dies ein heikler Plan war und dass vermutlich viele Elfen im Krieg sterben werden. Allerdings würde uns die Allianz nicht erlauben, ohne gleichwertige Gegenleistung in ihrem Land zu leben. Und diese Gegenleistung konnten wir nur mit Blut bezahlen. Etwas anderes von Wert besaßen wir nicht mehr. Was mich angeht, ich würde mit einer kleinen Gruppe an ausgewählten Soldaten eine Mission mitten ins feindliche Gebiet starten und versuchen, den Chaos-Kaiser an seinen Truppen vorbei zu ermorden, um so den Krieg für uns zu entscheiden. Denn ich befürchte, dass wir, wenn wir versuchen, das Chaos-Imperium von außen zu stürzen, aufgerieben werden.
denn mit den Dämonen und all den anderen Kreaturen in ihren Reihen waren sie uns zahlenmäßig und technisch weit überlegen. Der Tod ihres Kaisers könnte so den Krieg vielleicht beenden und vielleicht auch ein paar Leben retten. Zu meiner Erleichterung stimmte der Rat meinem Plan zu, auch wenn sie ihn für eine Selbstmordmission hielten. Dass die Elfen in erster Reihe stehen würden und damit die meisten Verluste erleiden, schien sie von meiner Entschlossenheit zu überzeugen. Der Rat forderte nur eine weitere Sache von mir. Auch Elynia und Malkeshar müssten sich dem Rat unterordnen und dürften nicht mehr auf eigene Faust handeln. Ich ignorierte die Proteste der beiden und stimmte zu. Weil diese Entscheidung aber nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist und das Schicksal meines Volkes für Generationen verändern würde, und um meine Loyalität zu prüfen, erlegte mir der Rat, bevor wir den Plan in die Tat umsetzen, noch eine letzte Aufgabe auf. Wir reisten mit einer kleinen Gruppe an Soldaten und natürlich Elynia und Malkeshar in das Randgebiet der Allianz, um dort einen der größten Orkstämme zu überzeugen, uns im bevorstehenden Krieg beizustehen. Zunächst wollte uns der Ork-Anführer nicht in unserem Kampf unterstützen, da er das Chaos-Imperium nicht als ernstzunehmende Bedrohung wahrnahm. Während wir jedoch noch am Verhandeln waren, wurden wir plötzlich von einem anderen Ork-Kriegsherrn, der sich dem Chaos-Imperium angeschlossen hatte, belagert. Zusammen mit dem Anführer der Orks konnten wir den Angriff abwehren und den Kriegsherrn töten. Ausnahmsweise hat uns hier das Chaos-Imperium einen Dienst erwiesen, denn nach diesem Gefecht musste sogar der Ork einsehen, dass sie diesen Kampf nicht alleine gewinnen konnten und schlossen sich damit der Allianz in ihrem Krieg an. Auch wenn damit unsere Mission erfüllt war, warf dieser Kampf nur noch mehr Fragen in mir auf, denn der feindliche Ork-Kriegsherr war nicht alleine gekommen. Er hatte Unterstützung von einem Lich namens Malhekuba, gegen den wir in den Höhlen unter Herdgar schon einmal gekämpft hatten. Dieser Lich machte während des Kampfes einige seltsame Andeutungen zu Elynia bezüglich des Chaos-Kaisers oder der Stimme von Uria, wie der Lich ihn nannte. Elynia sagte uns, sie würde nicht verstehen, worauf der Lich hinaus wollte, aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass sie uns etwas verschweigt. Aktuell hatte ich aber wichtigere Dinge zu tun und ich bin mir sicher, Elynia würde uns nichts verschweigen, was unsere Mission oder unser Volk gefährden würde. Mit der guten Nachricht über die Unterstützung der Orks kehrten wir also zurück in die Hauptstadt der Allianz und zum Rat. Dort angekommen besiegelten wir nun den Handel über den Beitritt unseres Volkes zur Nordallianz. Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, aber ich sah es als die einzige Möglichkeit, unser Volk zu retten und Irdia von der Herrschaft des Chaos zu befreien. Nach der Ratssitzung machten sich Elynia, Malkeshar und ich zusammen mit einigen wenigen unserer besten Krieger auf den Weg, unsere Attentatmission zu erfüllen. Wir haben nur ein Ziel: Der Chaoskaiser, die Stimme von Uria, muss sterben. Um jeden Preis. Als wir am Rand des Allianzgebiets ankamen und uns bereit machten, in das Land des Chaos-Imperiums einzudringen, begannen aber auch schon die ersten Probleme. Zunächst war es nur ein leises Flüstern. Ein leichter Druck, der auf meinem Geist zu liegen und ihn einzunebeln schien. Aber schon bald hörte ich eine Stimme. Seine Stimme. Wir hatten die Aufmerksamkeit des Chaoskaisers erlangt. Wie ein lautes, entsetzliches Dröhnen, das meinen Geist zu zerfetzen versuchte, konnte ich seine Stimme in meinem Kopf hören. Du kannst der Dunkelheit in deinem Herzen nicht entkommen und damit entkommst du auch uns nicht. Und deine Freundin, die Zauberin, sie konnte es auch nicht. Ich versuchte, ihn aus meinen Gedanken auszusperren, aber er wusste scheinbar genau, was unsere Mission war. Ich weiß nicht, warum er ausgerechnet mich zu verwirren und zu brechen versuchte, aber vielleicht war seine Macht nicht groß genug, um diesen Trick bei Elynia oder Malkeshar anzuwenden. Dass er nicht nur aus der Ferne mit mir sprechen konnte, würde ich später noch am eigenen Leib erfahren. Nachdem wir das Schlachtfeld des Krieges zwischen Allianz und Chaos-Imperium, der nun vollends entbrannt war, hinter uns gelassen hatten, brachten wir auf ins feindliche Gebiet. Ab jetzt waren wir völlig auf uns gestellt. Keiner konnte uns hier noch helfen. Aber wir hatten die Herren des Lichts bei uns. Das muss doch zu etwas gut sein. Wir waren schon einige Tage in feindlichem Land unterwegs, hier und da behagt von einigen wenigen Chaos-Truppen. Ihre Hauptstreitmacht war vermutlich mit der Allianz beschäftigt, als wir einen uns wohlbekannten Feind wieder trafen.
mal Hekuba. Es war scheinbar unmöglich, diesen Licht zu töten. Für ein altes Gerippe war er sehr schnell darin, das Weite zu suchen. Auch dieses Mal schaffte er es, dem tödlichen Schlag noch zu entkommen. Warum er aber hier auf uns gewartet hatte, war mir schleierhaft. Es schien nicht so, als wäre er geschickt worden, um uns aufzuhalten, sondern vielmehr, als wäre er auf eigene Faust hier. Jedenfalls war auch dieses Hindernis aus dem Weg geräumt, und ich bezweifle, dass wir den Licht noch einmal sehen, bevor wir bei der Hauptstadt des Chaos-Imperiums, in der sich der Kaiser vermutlich aufhielt, ankommen. Je näher wir der Hauptstadt kamen, desto dunkler und lebensfeindlicher wurde die Umgebung, so lange bis uns völlige Dunkelheit umfing. Keine der beiden Sonnen war im Firmament zu sehen, und aus allen Löchern und Ritzen an den Wänden und dem Boden wurden wir durchgehend von den seltsamen Drohnen des Chaos-Imperiums angegriffen. Weiterzukommen wurde mit jedem Schritt schwieriger. Die Chaos-Hauptstadt sollte sich mitten in der Wüste befinden, erbaut über den Ruinen der ehemaligen Hauptstadt des Königreichs Vesnoth, das vor vielen Hunderten von Jahren dort existiert hatte, lange bevor die große Wüste das Land für sich beansprucht hatte. Um der feindlichen Außenwelt zu entkommen, versuchten wir eine Abkürzung durch eine Höhle zu nehmen, die uns in die Nähe unseres Zielortes bringen sollte und uns damit auch einen Großteil der Wüste ersparen würde. Gerade als wir die Höhle hinter uns versiegelt hatten, um zu verhindern, dass uns die Chaos-Soldaten folgen konnten, hörte ich wieder seine Stimme. Die Stimme des Chaos-Kaisers. Hast du dich jemals gefragt, wie es sich anfühlen würde, wenn ein größeres Wesen in deinen Geist greifen und ihn einfach zerquetschen würde? Als seine Stimme noch in meinem Kopf verhallte, spürte ich plötzlich einen stechenden Schmerz. Allerdings nicht in meinem Körper, sondern in meiner Seele. Es fühlte sich an, als würden sich gigantische Klauen um meinen Geist legen und versuchen, ihn aus meinem Körper herauszupressen. Dabei hörte ich weiter seine Stimme. Ich sollte Elynia ausliefern. Ich sollte Uria die Treue schwören. Ich versuchte, mich mit aller Kraft, die ich aufbringen konnte, zur Wehr zu setzen. Und dann wurde alles schwarz. Elynia und Malkeshar erzählten mir später, wie sie mich durch die Höhlen trugen und gleichzeitig die darin hausenden Monster des Chaos-Imperiums abwehrten. Wären die beiden nicht da gewesen? Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was dann passiert wäre. Außerhalb der Höhle kam ich durch die Hilfe von Elynia und Malkeshar wieder zu Kräften. Ich hatte nun die Macht des Chaos-Kaisers am eigenen Leib zu spüren bekommen. Aber etwas in mir sagte mir, dass wir noch immer nur einen Bruchteil der wahren Stärke unseres Feindes gesehen haben und dass das größte Übel noch vor uns lag. Auch wenn ich die Höhle unter der Wüste fast nicht überlebt hatte, hatte sie uns doch fast bis an unser Ziel gebracht. Die Chaos-Hauptstadt lag vor uns. Eine riesige Festung, erbaut über einem großen Krater, mitten in der Wüste. Warum sie ihre Hauptstadt hier erbauten, war uns allen ein Rätsel. Vielleicht hatten sie sie auch nur hier erbaut, um ihre Macht zu demonstrieren, eine so gigantische Stadt inmitten einer todbringenden Wüste aufrechterhalten zu können. Als wir uns beratschlagten, wie wir nun fortfahren und in diese uneinnehmbar anmutende Festung eindringen sollten, kam plötzlich eine kleine Gruppe Zwerge auf uns zu, mitten in diesem feindlichen Gebiet. Ihr Anführer war Alturin von Herdgar. Ich war äußerst erfreut, in diesem Land zumindest einem anderen Lebewesen zu begegnen, das uns freundlich gesinnt war. Alturin hatte sich freiwillig gemeldet, mit einigen Soldaten Informationen über das Chaosreich zu sammeln und Widerstand wie unseren zu unterstützen. Alturin war ein Geschenk der Götter des Lichts, denn nun hatten wir die Mittel, die Chaos-Hauptstadt von zwei Seiten zu belagern. Natürlich würde es trotzdem alles andere als einfach werden, die Festung zu infiltrieren. Obwohl der Großteil der Chaos-Soldaten auf anderen Schlachtfeldern an den Grenzen des Imperiums gegen die Allianz kämpfte, war die Stadt alles andere als unbewacht und es würde viele Leben kosten, dort einzudringen. Wir warteten ab, bis ein weiteres Bataillon von Soldaten die Hauptstadt verlassen hatte und begannen dann mit der Belagerung. Elynia, Malkeshar, unsere wenigen Soldaten und ich griffen von Osten an, Alturin mit seinen Mitstreitern von Westen. Es war ein langer und äußerst blutiger Kampf mit vielen Verlusten auf allen Seiten, aber am Ende schafften wir es, uns drei und eine Handvoll Soldaten in den inneren Teil der Festung zu bringen.
Al-Turin blieb mit seinen Männern zurück, um so lange wie er konnte Verstärkung abzuhalten und uns mehr Zeit zu geben. Im Inneren der Festung erwarteten uns bereits unzählige Truppen, die begierig darauf warteten, uns von ihrem Meister fernzuhalten. Aber wir hatten es so weit geschafft, dass in mir langsam die Hoffnung aufkam, dass wir es vielleicht sogar schaffen könnten, unsere Mission zu beenden. Uns erwarteten unzählige Dämonen und Dämonenanbeter, untote Krieger, riesige metallerne Maschinen, ein Labyrinth aus Gängen mit Toren und Schaltern und am Ende von alledem ein Gefängnis. Es kam mir seltsam vor, dass das Chaosreich Gefangene machen würde. Schließlich waren sie bisher immer nur auf Tod und Zerstörung ausgewesen. Aber in der Hoffnung, Informationen oder Verbündete zu finden, durchsuchten wir das Gefängnis, bevor wir weitergingen. Außerdem verdient es keine Kreatur dieser Welt, Gefangener des Chaosreichs zu sein. In dem Gefängnis waren nur viele leere Zellen und einige seelenlose Geister zu finden. Wir waren schon kurz davor umzukehren, als wir jemanden fanden, mit dem ich hier unten niemals gerechnet hatte. Lord Ledinor. Der alte Anführer unseres Volkes war in diesem Gefängnis eingesperrt. Er wurde ziemlich eindeutig gefoltert. Oder Schlimmeres. Aber ich freute mich unglaublich, ihn wiederzusehen. Eigentlich hatte er sich in unserem Tal geopfert, um uns Zeit zur Flucht zu geben. Also musste er schon sehr lange hier eingesperrt gewesen sein. Elynia gelang es glücklicherweise, dem stark geschwächten Elfen wieder auf die Beine zu helfen. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was er hier unten alles erlebt hat. Vermutlich ist es am besten, darüber nicht zu reden, um den Schmerz nicht zu verschlimmern. Wir setzten unseren Weg fort, noch immer unsicher, wo unser Ziel sich befinden könnte. Nur eines war sicher, wir kamen ihm näher. Während wir weitergingen, hielten wir unsere Augen nach dem Portal nach Inferno offen, denn die Dämonen mussten irgendeinen Weg haben, um in unsere Welt zu kommen. Wenn es uns gelänge, das Portal zu schließen, wäre zumindest der Strom an Dämonen für die Chaostruppen abgeschnitten. Je tiefer wir in der Festung hinabstiegen, desto drückender wurde die Atmosphäre. Ich hatte das Gefühl, dass irgendetwas hier nicht stimmte, aber es fiel mir schwer, mich zu konzentrieren, um zu erkennen, was es war. Bis Elynia eine Entdeckung machte. Das Portal nach Inferno, nach dem wir suchten, das Portal, durch das die Dämonen in unsere Welt eindringen konnten. Wir befanden uns mittendrin. Das Portal war kein magischer Ring, aus dem Dämonen beschworen wurden, sondern diese gesamte Stadt war ein einziges, riesiges Portal. Je tiefer wir stiegen, desto näher kamen wir auch Inferno. Der Kaiser befindet sich vermutlich also nicht in Irdia, sondern auf der anderen Seite, in Inferno. Das waren alarmierende Nachrichten. Wie sollten wir ein Portal dieser Größe schließen können? Selbst Malkesha und Elynia besaßen dazu nicht die Macht. Aber vielleicht würden wir einen Weg finden, sobald der Chaoskaiser aus dem Weg geräumt ist. Also gab es für uns jetzt noch einen Grund mehr, weiterzugehen. Hinein in die Tiefe, hinein nach Inferno. Einige Zeit später erreichten wir eine große Höhle. Zunächst war das nichts Ungewöhnliches, ein paar der üblichen Chaostruppen hier und da. Aber ich hatte das Gefühl, dass hier noch etwas war. Bevor ich meine Gedanken richtig sortiert hatte, trat eine Person aus den Schatten. Der Chaos-Kriegsherr, der Mörder von Anlindae. Zu unserer Verblüffung war der Kriegsherr eine Frau. Langes, orangenes Haar, leuchtend rote Augen. Ihre Haut verschmolzen mit irgendeiner Art von Gerät. Trotz ihrer unheimlichen Erscheinung verspürte ich keine Angst vor ihr. Die Angst und Vorsicht, die ich hätte haben sollen, wurde verdrängt von Wut und Rachedurst. Diese Frau hatte mir meine Mutter genommen und nun könnte ich mich endlich rächen. Wir kümmerten uns um die umherstehenden Soldaten und rannten auf sie zu, aber jeder unserer Angriffe verlief ins Leere. Sogar Malkeshas und Elynias Zauber hinterließen nicht mal einen Kratzer. Wie war das möglich? Konnten wir nichts gegen sie tun? Wie wollen wir dem Kaiser beikommen, wenn wir nicht mal seine Lakaien töten können? Diese und viele weitere Fragen schossen mir durch den Kopf, während die Kriegsherrin nur lachte. Ich wollte mich rächen, um jeden Preis, und jetzt konnten wir nichts als herumstehen und zusehen, wie sie uns einzeln tötet, ohne dass wir uns wehren konnten? Zum Glück schien Elynia eine Idee zu haben. Sie beschwor einen hellen Lichtblitz, und während unsere Feinde noch geblendet und desorientiert waren, flohen wir tiefer in die Höhlen. Ich hasste es, wie ein Feigling rennen zu müssen,
Und das auch noch vor der Person, die ich am sehnlichsten töten wollte. Aber wir hatten keine andere Wahl. Im Moment waren wir machtlos gegen sie. Als wir uns sicher waren, dass wir genug Abstand zu ihr gewonnen hatten, machten wir eine Pause, um zu überlegen, was wir nun tun können und wie wir der Kriegsherrin und ihrem Meister beikommen können. Unsere aktuellen Fähigkeiten waren dazu nicht ausreichend, aber Elynia hatte eine Idee. Die Einheit. Einst von ihr und Argan, dem Meister der Dunkelheit, gegen den Dämon Zangor eingesetzt, war es eine unglaubliche Macht, die sogar die der Dämonen übersteigen konnte. Mit dieser mächtigen Verbindung aus Licht und Dunkelheit, der Verbindung der Macht der ursprünglichen Götter, könnten wir das Blatt vielleicht wenden. Allerdings gab es dabei ein Problem. Wir hatten mit Elynia zwar jemanden, der die Essenz des Lichts in sich trägt, aber obwohl Malkeshar einer, wenn nicht sogar der stärkste Lich auf Irdia war, waren seine Fähigkeiten doch weit von denen von Argan entfernt. Aber auch dafür hatte Elynia eine Lösung parat. Dadurch, dass wir uns immer weiter an Inferno, einer Quelle von unendlicher dunkler Energie, näherten, könnte es vielleicht möglich sein, einen Teil dieser Energie in Malkeshar zu kanalisieren und es ihnen so zu ermöglichen, die Einheit zu bilden, auch ohne Argan. Je näher wir Inferno kommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser Plan funktionieren könnte, und so setzten wir uns wieder in Bewegung. Wir würden Elynias Theorie schneller überprüfen müssen, als uns lieb war. Denn nur einige Höhlen weiter tauchte die Kriegsherrin, Elyssa nannte sie sich, wieder auf. Unser Weg war blockiert. Weiter kamen wir nur, wenn wir sie aus dem Weg räumen würden. Elynia und Malkeshar begannen Kräfte zu sammeln, während der Rest unserer Gruppe jeden Angriff abwehrte, um den beiden Zeit zu geben, sich zu konzentrieren. Und dann plötzlich... Ich bin kein Magieanwender und habe kaum Verständnis oder Gespür für magische Dinge. Aber in dem Moment, in dem Elynia und Malkeshar ihre Konzentration beendeten, konnte sogar ich die gewaltige Macht spüren, die die beiden ausstrahlten. Das war die Macht der Einheit. Die größte Macht, die Irdia zu bieten hatte, die Macht der ursprünglichen alten Götter. Die Zauber, die von den beiden nun ausgingen, fegten ganze Gruppen von Gegnern, mit denen wir uns normalerweise schwere Kämpfe geliefert hatten, vom Feld, als wären es Spielzeugsoldaten. Und sogar Elyssa, der wir vorher kaum einen Kratzer zufügen konnten, konnte sich ob der neuen Stärke der beiden Magier kaum auf den Beinen halten. Dieses Mal musste sie vor uns fliehen. Aber wir würden sie nicht davonkommen lassen. Jetzt würde sie endlich bezahlen. Und so jagten wir durch das Labyrinth von Tunneln ihr hinterher, bis sie schließlich von einem Zauber von Elynia schwer getroffen auf den Boden sank. Der Kampf war vorüber. Wir hatten gewonnen. Elyssa kniete vor Elynia auf dem Boden, ihr Schwert fest umklammert, und bereitete sich auf den Todesstoß vor. Aber der kam nicht. Elynia fragte sie nach ihrer Geschichte, nach dem Chaoskaiser, und dann ließ sie sie gehen. Ich weiß nicht, warum Elynia Gnade zeigte. Das war die Mörderin von Anlindae, die Frau, die so viele Elfen auf dem Gewissen hatte. Aber Elynia ließ sie gehen. Ich wollte hinterher und sie töten, meinem brennenden Rachedurst Genugtuung verschaffen. Aber Elynia hielt mich auf. Ich verstand es nicht, und ich verstehe es noch immer nicht, wie sie diese Kreatur gehen lassen konnte. Aber ich muss Elynia vertrauen. Sie ist weiser als ich und hat mehr von dieser Welt gesehen als irgendjemand sonst. Vielleicht sah sie etwas in Elyssa, das sonst keiner von uns sehen konnte. Wer weiß. Nachdem dieses Kapitel nun abgeschlossen war, lag nur noch ein Ziel vor uns. Die Stimme Urias, der Chaoskaiser. Wir gingen über eine Brücke und traten heraus aus der Höhle hinein in eine große Schneelandschaft. Wir waren in Inferno angekommen, so viel war sicher. Aber es sah so anders aus, als ich erwartet hatte. So weit das Auge reicht, gab es hier nur Schnee und Eis und eine Festung in der Ferne. Dort lag unser Ziel. Zumindest lüftete die Schneelandschaft das Geheimnis dahinter, wie das Chaos-Imperium eine so riesige Stadt in der Wüste unterhalten konnte. Mit all dem Eis hier würden sie nie Wassermangel haben. Wir stapften durch den Schnee und betraten schließlich die Festung. Sogar ich war jetzt in der Lage, eine dunkle Präsenz in ihr zu spüren. Das musste der Kaiser sein.
Kein Zweifel. Im Inneren der Festung erwarteten uns die Elitetruppen des Kaisers, aber auch die konnten uns nun nicht mehr aufhalten. Am Anfang hätte niemand geglaubt, dass wir überhaupt so weit kommen würden. Aber jetzt hatten wir die einmalige Gelegenheit, den Kaiser zu töten. Wenn der Kaiser fällt, fällt mit ihm auch das Imperium. Und Irdia wird frei sein. Wir stehen hier vor dem letzten Tor, das in das Versteck des Kaisers führt. Ich lasse meine Aufzeichnungen hier zurück. Mögen sie für den Fall, dass wir scheitern, jemand anderen, der seinen Weg hierher findet, nützen. Und nun, Götter von Licht und Dunkelheit, steht uns bei. Jede Seele in Irdia vertraut darauf, dass wir hier siegen. Ich lasse meinen Blick durch die Runde streifen. Hier stehen Veteranen, die mich so lange begleitet haben, bis in die Tiefen der Hölle hinein. Und bei allen Göttern da draußen, wir werden nicht scheitern. Das Chaos-Imperium endet hier. Irdia wird frei sein. Tötet sie. Tötet sie alle. Makisha, steh da nicht nur rum und schau zu. Hilf mir! Hilf ihm!